Jetzt möchte ich noch über ein bisschen Analysis im R hoch n reden. Und Analysis hat normalerweise halt mit Konvergenz zu tun. Also insbesondere will ich noch was zu Folgen im R hoch n sagen. Ich meine, Folgen kann ich natürlich in jeder Menge betrachten. Ich nehme einfach eine Folge von Objekten aus dieser Menge. Was wir typischerweise aber wollen bei unseren Mengen ist, dass sie konvergieren, nicht? Das war mit unseren Folgen, ja, dass wir Folgen benutzen, um irgendein Objekt zu approximieren in der Menge, die wir gerade untersuchen, nicht? Also Folgen im R hoch n heißt, wir nehmen halt Folgen von Vektoren. Wir fragen aber danach, ob die konvergieren. Und der Begriff der Konvergenz, der macht halt Sinn, wenn ich den Begriff vom Abstand habe. Ja, wenn ich sagen kann, dass Elemente in meiner Folge sich halt beliebig nahe kommen. Und Abstand haben wir natürlich im R hoch n oder allgemeiner. Wir haben ja Vektorräume mit Normen betrachtet. Ne, eine Norm ist ein Maß für einen Abstand in einem Vektorraum. Also wenn ich die Norm von der Differenz von zwei Elementen nehme, ne, dann ist es ein Maß für den Abstand von diesem Element. Nicht? Also eine Norm selber, eine Norm von einem Element ist ein Maß für den Abstand vom Nullelement. Ja, aber im Vektorraum kann ich die Differenz von Elementen nehmen und dann kann ich damit auch den Abstand zwischen diesen beiden Elementen messen. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch über die Konvergenz von Folgen reden. Ja, das ist ganz kanonisch und das haben wir ja mal in R haben wir das gemacht, da war unser Abstand durch den Absolutbetrag gegeben. Und wir hatten das sogar bei den Funktionenfolgen gemacht, als wir über die gleichmäßige Konvergenz geredet haben, weil da habe ich ja quasi auch diese Supremumsnorm eingeführt, mit der man das dann auch machen kann. Und das will ich jetzt halt hier einfach mal erstmal wirklich ganz allgemein definieren. Nicht? Das kann ich im Prinzip für einen beliebigen Vektorraum machen, wo ich halt den Abstand messen kann. Und das kann ich machen, wenn ich eine Norm habe. Also mit einer Norm, die wir ja halt so bezeichnet haben. Und im R hoch n habe ich natürlich meine Norm. Ja, und dann kann ich mir eine Folge betrachten von Elementen in meinem Vektorraum. Also das sind einfach Elemente, die ich durch die natürlichen Zahlen indiziere. Also ich nehme halt v hoch k, nicht? Und das k läuft durch die natürlichen Zahlen, nicht? Also ich habe Vektor V1, Vektor V2, Vektor V2 und so weiter. Ne? Okay, und ich indiziere das jetzt oben, so wie ich es vorher gemacht habe, weil im R hoch n brauche ich manchmal die unteren Indizes, um die Komponenten vom Vektor zu bezeichnen. Nicht? Aber man könnte, wenn man wollte, könnte ich auch hier das unten hinschreiben. Ne? Man muss nur wissen, was damit gemeint ist. Im allgemeinen Vektorraum habe ich jetzt ja hier gar keine Komponenten. Aber machen wir es mal so. Also so eine Folge kann ich betrachten. Also eine Folge in V, ne, das heißt, all diese Elemente sind wirklich Elemente immer im Vektorraum. Und dann sage ich halt, die konvergiert. Naja, genau dann, wenn sie halt einen Grenzwert hat. Ne, und Grenzwert, gut, das soll natürlich ein anderes Element in V sein. Also falls es ein Vektor V in V gibt. Ja, der halt der Grenzwert von dieser Folge ist. Und was heißt Grenzwert? Das heißt natürlich, dass meine Folge diesem Vektor beliebig nahe kommt, wenn ich nur die Indizes hinreichend groß mache. Ja, das heißt also, Folgendes muss gelten. Ja, unsere berühmte Definition mit Epsilon, nicht? Also ich muss es hinreichend klein machen. Ja, okay, wie klein will ich es machen? Ich will das Epsilon klein machen für alle Epsilon. Also für alle Epsilon soll es eine Stelle geben, die natürlich von Epsilon abhängen darf, sodass nach dieser Stelle, nach diesem Index, der Abstand von dem Kartenglied in der Folge zu dem Grenzwert kleiner ist als Epsilon. Also wenn ich den Index hier nur hinreichend groß mache, dann kann ich den Abstand zu V beliebig klein machen. Kleiner als Epsilon, ja, wenn ich nur das K hinreichend groß mache. Ja, und das hier ist wirklich der Abstand, nicht? Das heißt, der Abstand zwischen VK und V, gemessen in der Norm von meinem Vektorraum, der muss halt beliebig klein werden. Ja, wenn das der Fall ist, dann heißt V natürlich Grenzwert oder Limes von der Folge. Und genau so, wie wir das bei reellen Zahlen gesehen haben, ist der Grenzwert natürlich eindeutig bestimmt. Ja, weil was wir da benutzt haben, um das zu sehen, war die Dreiecksungleichung. Ne? Sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen, die grundlegenden
Rechnungen und Beweise, die wir gemacht haben, beruhten in dem Zusammenhang eigentlich nur auf der Dreiecksungleichung. Und das ist ja genau das, was wir für eine allgemeine Norm auch haben. Also den Beweis können wir hier genauso machen. Wollen wir jetzt aber nicht machen, sondern ich will hier alles nur ganz kurz mal erwähnen, damit man das mal gesehen hat. Also dieses V heißt dann der Grenzwert von meiner Folge VK. Und wir schreiben natürlich genauso wie für reelle Zahlen, das V ist der Limes von dieser Folge. Und wir schreiben, also entweder dieser Limes von VK, wobei das K gegen unendlich geht, ist halt V, oder wir schreiben, statt Limes schreiben wir das dann oft auch mit diesem Pfeil, das also VK konvergiert gegen V, und oft ist es dann gut, wenn man noch dazu schreibt, für K gegen unendlich. Okay. Wenn klar ist, welcher Index gegen unendlich geht, dann lasse ich das manchmal auch weg. Gut, okay, also das ist die Definition, ganz kanonisch, ganz klar, also ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, die einem eigentlich einfällt, wie man sowas definieren kann in so einem allgemeinen Rahmen. Und es definiert eine konvergente Folge. Und natürlich, wenn eine Folge nicht konvergiert, dann nennen wir sie halt divergent. Ja, dann sagen wir, sie divergiert. Genauso wie im Reellen. Also eine Folge, die nicht konvergiert, die heißt halt divergent. Das sind die gleichen Begriffe. Ich meine, die Begriffe, die werden halt in einem allgemeineren Rahmen immer wieder benutzt. Ne? Gut, okay. Und vielleicht will ich dann noch sagen, diese Eigenschaft hier, ne, die ja sagt, gut, das ist die Definition, was heißt es, dass VK gegen V konvergiert, die kann man auch so lesen, dass eigentlich diese Differenz hier, ne, dass die gegen 0 geht. Und diese Differenz, das ist ja einfach eine Folge von Zahlen. Ne? Das heißt, das ist vielleicht auch ganz gut zu sehen, dass wir eigentlich den Begriff der Konvergenz in diesem abstrakten Rahmen eigentlich auch ausdrücken können, dadurch, dass eine gewisse Folge von reellen Zahlen gegen 0 konvergiert. Also dieses Stern, also diese Bedingung hier, sagt, dass der Limes vom Betrag von VK minus V für k gegen unendlich gegen 0 geht. Na? Das heißt, anstatt, okay, also wenn ich wissen will, ob vk gegen v konvergiert, kann ich mir die Folge der Abstände zwischen vk und v nehmen, und das ist eine Folge von reellen Zahlen. Ne? Und für diese Folge muss ich halt nachprüfen, dass die gegen 0 konvergiert. Na, und das ist jetzt eine Aussage über Folge von reellen Zahlen, und da wissen wir ja einiges. Von daher ist es vielleicht manchmal ganz gut, das auch so zu lesen. Aber es ist natürlich genau das Gleiche wie hier oben. Ja, okay, und jetzt kann man natürlich ja viel von der allgemeinen Theorie oder die Theorie, die wir in R gemacht haben, erweitern und so für allgemeine Vektorräume und insbesondere auch für den R hoch N. Aber es gibt, ja, ich meine, es ist ja die allgemeine Theorie von der Konvergenz, die wird schon davon abhängen von der Natur meines Vektorraumes. Insbesondere ist es ein ziemlicher Unterschied, ob mein Vektorraum endlich dimensional ist oder unendlich dimensional. Ich meine, die Definition hier kann ich natürlich für jeden Vektorraum machen. Dann aber Sätze, die ich habe, also ein bisschen tiefer gehende Sätze oder sowas, wie zum Beispiel über Zahnow-Weierstraße, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht? Okay, aber da will ich im Augenblick jetzt nicht näher drauf eingehen, weil uns interessiert eigentlich nur ein Vektorraum im Augenblick, und der ist halt endlich dimensional, und da ist die Sache sehr einfach. Ne? Also im Fall, wenn wir das jetzt hier spezifizieren, für den Vektorraum, den wir eigentlich im Augenblick betrachten, nämlich der R hoch n, ja, ist die Frage nach der Konvergenz recht einfach auf die Konvergenz der Komponenten zurückzuführen. Nicht? Ein Vektor im R hoch n, den kann ich ja in der Standardbasis einfach als Spaltenvektor hinschreiben, dann hat er halt Komponenten, und die Frage nach der Konvergenz von dem ganzen Vektor ist nichts anderes als die Frage der Konvergenz der einzelnen Komponenten.
Nicht? Also das ist eigentlich sehr einfach und das wollen wir uns vielleicht gerade klar machen. Also für den R hoch n ist Frage der Konvergenz zurückführbar auf Konvergenz der Komponenten. Gut, und warum? Also gucken wir uns mal konkret eine Folge an. Also ich betrachte jetzt eine Folge im R hoch n. Nicht? Also ich betrachte eine Folge. Gut, die schreibe ich jetzt als x hoch k und ich bin im R hoch n, also schreibe ich mal den Pfeil drüber, damit wir wirklich daran erinnert werden, dass wir hier Vektoren im R hoch n betrachten. Ja, also das ist eine Folge im R hoch n. Nicht? Und Element im R hoch n, das ist einfach ein n-Tupel von reellen Zahlen. Also jedes x hoch k kann ich dann natürlich mit diesen Komponenten hinschreiben. Also das x hoch k. Ja, ich könnte es jetzt als Spaltenvektor hinschreiben, aber das benutzt immer so viel Platz auf der Tafel. Das heißt, ich schreibe es jetzt lieber einfach als normales Tupel hin. Nicht? Also dieser Vektor, und jetzt sieht man, dass es gut ist, dass ich unten noch Platz habe für andere Indizes. Nicht? Also in dem Fall macht es schon Sinn. Nicht? Also der hat jetzt n Komponenten, ich bin im R hoch n. Also ich habe das xk1, xk2 bis xkn. Ne? Wobei das hier sind jetzt einfach reelle Zahlen. Ja, okay, also für jedes k habe ich das hier. Und jetzt, gut, will ich wissen, ob diese Folge hier in dem Sinne gegen irgendwas konvergiert. Nicht? Okay, also ich will wissen, ob der Limes von dieser Folge xk, wenn k gegen unendlich geht, gegen irgendeinen Vektor x konvergiert, den ich natürlich auch in seinen Komponenten hinschreiben kann. Nicht? Also sagen wir mal, der soll Komponenten x1 bis xn haben. Das sind einfach wieder nur reelle Zahlen. Ne, also wann gilt das? Ja, gut, nach dieser Definition. Oder vielleicht nehme ich jetzt diese Umformulierung, wo ich einfach sehen muss, dass diese Folge der Differenzen in der Norm zwischen den Folgenglieder und dem Grenzwert gegen 0 geht. Nicht? Also das hier gilt, falls halt ja, die Differenz zwischen dem Kartenglied in meiner Folge, also dem xk und dem Grenzwert x, dass das gegen 0 geht. Ja, aber jetzt habe ich hier natürlich diese Norm im r hoch n, die habe ich natürlich sehr konkret angegeben. Ne? Das war ja einfach die Summe der Quadrate der Komponenten. Ja, also das kann ich ja dann mal hinschreiben, was das ist. Also das hier, also diese Seite hier, ja, das ist ja da nichts anderes. Dann nehme ich die Summe der Quadrate der Komponenten. Und natürlich die ite Komponente von dieser Differenz ist die Differenz der iten Komponenten. Dann nehme ich also x, i, k, ja, also die ite Komponente von dem Vektor minus die ite Komponente von dem Vektor. Ich nehme darüber das Quadrat, summiere das über alle i von 1 bis n und das gibt mir das Quadrat der Norm. Das heißt, daran nehme ich jetzt noch die Wurzel draus. Also diese Differenz hier, das ist genau explizit im R hoch n, das ist einfach das und das soll gegen 0 gehen. Ja, aber jetzt das hier, also das soll gegen 0 gehen, das ist genau die Konvergenz von der Folge gegen x. Jetzt habe ich aber hier, das ist jetzt einfach eine Zahlenfolge und das ist hier die Wurzel. Na gut, wenn die Wurzel von irgendwas gegen 0 gehen soll, dann muss es irgendwas selber gegen 0 gehen. Na, das heißt, diese Summe der Quadrate muss gegen 0 gehen. Das ist aber hier eine Summe von positiven Folgen. Also ich summiere hier eigentlich n Folgen auf. Jede von denen ist das Quadrat von xik minus xi zum Quadrat. Nicht? Also ich habe eine Summe von positiven Folgen. Die Summe soll gegen 0 gehen. Das kann aber nur passieren, wenn jede einzelne Folge von denen gegen 0 geht. Na, das heißt also, für jedes i muss es xik minus xi zum Quadrat gegen 0 gehen. Ja, das ist hier einfach direkt zu sehen, wie ich quasi jetzt von der Norm, die ja eine Aussage macht über alle Komponenten zusammen, wie ich da zurückkomme auf eine Aussage für jede Komponente für sich einzeln. Ja, das heißt, das hier ist das Gleiche, wie zu sagen, das ist xik
minus xi zum Quadrat gegen 0 geht, aber halt für alle i gleich 1 bis n. Ja, okay, und das hier, also das hier ist das gleiche wie das Quadrat vom Betrag, und das hier sagt mir halt nichts anderes, als dass der Betrag von dieser Differenz gegen 0 geht. Ach, schreibe ich es vielleicht auch nochmal so hin. Das heißt also, der Betrag von xik minus xi muss gegen 0 gehen, für alle i gleich 1 bis n. Ja, aber dass der Betrag von der Differenz gegen 0 geht, ist jetzt nichts anderes als die Aussage, dass diese Folge hier gegen das xi konvergiert. Das heißt, ja, was ich hier im Endeffekt also sehe, ist diese Konvergenz von Vektoren im r hoch n gegen irgendeinen Grenzwert ist das gleiche, wie dass alle Komponenten von meiner Folge konvergieren. Für alle i gleich 1 bis n. Ja. Okay, oder ich schreibe es vielleicht nochmal anders hin. Und da lohnt es sich vielleicht wirklich dann, meine Folgen als Spaltenvektoren zu schreiben, weil dann sieht es ja total offensichtlich aus, dass es genau so sein muss. Was aber natürlich heißt, dass unsere Norm genau das macht, was wir von ihr erwarten. Das sind nämlich alle Komponenten in meinem Vektor gleichzeitig kontrolliert. Ja, nicht? Also das, was wir hier gesehen haben, ist also das Folgende. Nicht? Also wenn ich meine Folge habe und ich schreibe jetzt diese Vektoren wirklich als Spaltenvektoren hin, x1 bis xnk, also das hier ist der kte Vektor in meiner Folge, dass der gegen einen Vektor x1 bis xn konvergiert, ist das gleiche wie zu sagen, dass jede von den Komponenten gegen das entsprechende hier konvergiert. Also wenn man das so hinschreibt, dann gut, muss das eigentlich so sein. Was soll, sonst sollte das sein? Das ist also äquivalent dazu, dass ich komponentenweise Konvergenz habe. Das heißt also, dass die erste Komponente aus meiner Folge gegen die erste Komponente vom Grenzwert konvergieren muss, die zweite Komponente in der Folge gegen die zweite Komponente vom Grenzwert und so weiter, bis die nte Komponente in meiner Folge gegen die nte Komponente vom Grenzwert. Nicht? Okay, ja, also das sollte so sein, aber natürlich heißt es, wir müssen auf diesen Vektoren eine Norm haben, die wirklich das macht. Und das ist genau, das haben wir ja hier gesehen, das macht genau die Norm, die wir haben. Also wir haben eine sehr kanonische Norm, aber diese Norm ist halt so, dass sie gleichmäßig alle Komponenten kontrolliert. Das heißt, wenn die Norm vom Vektor gegen 0 geht, dann muss jede einzelne Komponente gegen 0 gehen. Ja, und zum Abschluss mache ich dann vielleicht noch ein konkretes Beispiel. Sagen wir mal im R hoch 3, nehme ich einfach eine Folge her und dann gucken wir, gegen was die konvergiert. Und natürlich, die Konvergenz von der Folge können wir dann einfach berechnen oder sehen, indem wir uns einfach die einzelnen Komponenten gesondert angucken. Und das sind ja alles Folgen in R und da haben wir ja schon einiges drüber gelernt, wie wir da die Grenzwerte berechnen oder behandeln. Also nehmen wir ein Beispiel. N gleich 3, also in R hoch 3. Das heißt, ich nehme eine Folge von Vektoren im R hoch 3. Also das xk ist jetzt ein Element im R hoch 3, hat also drei Komponenten. Und jetzt schreibe ich mal zufällig irgendwelche Komponenten hin, die irgendwie von k abhängen. Also 2k hoch 3 plus 1 durch k hoch 3 plus 2k minus 1 ist die erste Komponente. Die zweite Komponente ist die Summe über 1 durch m-Fakultät, wenn m von 0 bis k läuft. Also die zweite Komponente ist eine Reihe. Ne? Und das letzte, dann nehme ich halt, sagen wir mal, k-Fakultät durch k hoch k. So, okay, jetzt kann man es kaum noch erkennen. Also hier ist die Trennung zwischen den drei Komponenten. Ja, nur damit es ein bisschen klarer wird. Das sind jetzt also, Vektoren im R hoch 3. Und was passiert damit für k gegen unendlich?
Wenn ich wissen will, ob das konvergiert, muss ich halt überprüfen, ob jede von den Komponenten einzeln konvergiert. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Grenzwert von diesem Vektor hier einfach der Vektor mit den drei verschiedenen Grenzwerten. Und das sind jetzt alles Folgen, die wir eigentlich wissen sollten. Nicht? Also das hier ist eine rationale Funktion. Und da wissen wir ja, das können wir so behandeln, indem ich hier die größte Potenz quasi dadurch kürze. Also hier habe ich 2k hoch 3 und hier habe ich k hoch 3 stehen. Na, wenn ich dadurch kürze, habe ich halt ja, k hoch 3. Habe ich hier 2 stehen und hier 1 und alle anderen habe ich 1 durch k hoch 3 oder sowas und die gehen alle gegen 0. Das heißt, das hier geht mir einfach gegen 2. Nicht? Also diese Folge geht gegen 2 für k gegen unendlich. Die erste Komponente hier geht also gegen 2. Gut, dieses hier ist eine Reihe und das ist die Reihe für e. Nicht? Also wenn ich hier von 0 bis unendlich summiere, kriege ich halt e raus. Wir haben gesehen, das konvergiert und den Grenzwert haben wir e genannt. Und ich habe also hier die Partialsummen, das heißt für k gegen unendlich konvergiert das halt gegen die unendliche Reihe, also gegen e. Ja gut, und hier, gut, weiß ich jetzt nicht, ob wir das direkt gesehen haben oder uns mal überlegt haben, aber das kann man sich auch schnell klar machen. K Fakultät durch k hoch k, das geht halt gegen 0, ja, weil ich habe halt hier K-Faktoren, 1 bis K, und unten habe ich auch K-Faktoren, aber die sind alle K, und wenn ich das K groß mache, dann habe ich halt hier unten was viel Größeres als oben stehen. Kann man sich auch präzise überlegen, aber auf jeden Fall ist der Grenzwert 0. Okay, also aus der Kenntnis, dass ich weiß, diese Folge geht gegen 2, diese Folge geht gegen E und diese Folge geht gegen 0, weiß ich dann halt, dass die Folge von diesem Vektor im R hoch 3 gegen diesen Vektor im R hoch 3 geht. Und ja, also wie gesagt, im Prinzip Folgen im R hoch n brauchen eigentlich nicht wirklich eine neue Theorie, weil wir alles auf die Komponenten zurückführen können und das sind einfach nur Folgen in R. Ja? Und mit denen können wir ja umgehen. Nicht? Und da haben wir ja auch wirklich einiges Handwerkszeugs uns verschafft. Ja, wenn man später irgendwann mal Folgen in unendlich dimensionalen Räumen betrachten wird, dann wird die Sache komplizierter. Ne? Dann hat man nicht unbedingt wirklich Komponenten, auf die man es zurückführen kann. Und da gibt es eine Menge von Schwierigkeiten, die man verstehen muss und auch verstehen kann und die das Leben dann auch wirklich interessant machen. Nicht? Aber im R hoch n ist das Leben eigentlich von der Warte Konvergenz von Folgen nicht wirklich viel berauschender als im R. Ne? Aber gut, meins wird später noch interessante Unterschiede zwischen R und R hoch n geben, aber aus der Warte Folgen und ihre Konvergenz ist nicht wirklich ein großer Unterschied.